später quatschst in Marrakesch. Ne, schön. Keine 36 auf jeden Fall.
gik det sådan lidt for dårligt. Drager nu, hvad der? Det viste sig ikke der. 0,3. Vi er der straffen, 15 eller noget. Vielleicht ist deswegen die ganzen Partikel in dem Wasser drinnen da. Dass du das nicht gescheit orten kann, wenn ich mit dem Träger ist, ist da hinten ein Wunsch. Das glaube ich auch nicht. Scheiße. Jawohl, die schauen wir jetzt schon gut aus, aber. Voll. Ein bisschen noch. Da müssen noch ein paar mehr aufplatzen. Ja, ja. Für den Haken können wir schon welche rausgehen. Fertig? Ist das fertig? Nein, Mann. Ach so, okay. Ja, es ist so der Emil, den. Ah, okay, ja, und ein Echo geht nicht dafür. Zusammen haben wir ein gemeinsam funktionierendes. Naja, aber das Echo, manchmal geht, manchmal sieht es da aus. War ein Lilliputaner, glaube ich. Wie lange geht's gegen? Eine Stunde? Halbe. Sind wir jetzt Kerneln oder was? Oh, da. Nein, eine Kugel, glaube ich. Eine Kugel? Ja. Alter, wie kann ich Kugeln fangen, Alter? Alter, jawohl. Beim Biss hat er nicht mitgekriegt. Ich hab einen Piper gehabt. Auf, ganz langsam. Ausgestiegen. Alter. Have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. How many people
läuft, ne? Ja. Jawohl. Wahnsinn. Super. Jawohl! Lebe selig? Becher! Ja, küsst die Hand, die Damen. Grüß euch, die Buben. Wir sind jetzt da, am Bin El Khidan in Marokko, im Atlas. Die ersten 24 Stunden Fischen sind vorbei. Und was soll ich viel sagen? Normalerweise hat es ja immer dann, ja, beim Slotge. Mir nichts gefangen, aber diesmal ist es ganz anders. Warum? Wir wissen es nicht, das ist uns auch eigentlich wurscht. Wir haben auf jeden Fall in der Nacht 7 Drucker gehabt, der Tommy und ich. Haben 5 Fisch gekriegt, man waren jetzt keine Übermonster, aber wir haben den ersten 2 Stöller dabei gehabt. Das ist unpackbar eigentlich. Ne? Erste Nacht 7 Hübe. Das ist geistesgestört. Und das Arge dabei ist eigentlich, wir sitzen ja zu viert auf einer Insel, der Pauli, der Klingi, ich und der Tommy, im sogenannten Taomi Island. Das ist normalerweise, wenn ein höherer Wasserstand ist, kann man da gar nicht sitzen, weil das unter Wasser ist. Aber wie gesagt, wir sitzen da und gestern am Nachmittag war brutalster Wind, sodass wir nicht mit dem Schinakel ausfangen können. Also haben wir als Verzweiflung, habe ich meine Ruten einfach geworfen. Auf 15, 20 Meter, da hat es zwischen 4 und 6 Meter Hipblasen. Und ja, eine halbe Stunde später ist die erste Mückrente. Also, mehr braucht man nicht dazu sagen. Ne? Wieder mehr Klick als Verstand. Oder andere sagen, bei anderen sagen dann vielleicht, jetzt ist die Watercraft. Wir haben gleich gewusst, Alter, was rennt. Ne? Gell, Tommy? Sicher. So muss man das eigentlich verkaufen. Ne? Der Vogel ist gerade aus meinem Zelt rausgeflogen. Sag ich ja, die fladern uns schon alles. Aber es hat natürlich Vorteile auf so einer Insel. Es gibt keine Ratzen, keine streunenden Hunde, keine Ziegen. Wir haben unsere Ruhe. Keiner kann uns am Arsch gehen. Spatzen gibt's, okay. Aber meine, die sind jetzt nicht so dramatisch und bei weitem nicht so unangenehm wie jetzt eine Horde Schafe oder Ziegen. Ne? Den können wir gerade noch her werden, den Spatzen. Aber ja, wenn es so weitergeht. Es ist unpackbar, ich hätte mir es nicht gedacht. Das ist der erste Urlaub, der so anfängt. So ein entschneidert. Ja. Auf jeden Fall dürften wir trotzdem der Tommy und ich auf der weit besseren Seite von der Insel sitzen, weil der Pauli und der Klingi, die hinter uns knotzen, haben genau einen Fisch gefangen. Die sitzen auf der Innenbucht und ich zeige das nachher ein. Also außen dürfte auf jeden Fall bis jetzt die bessere Abteilung sein. Aber von 6 Stecken sind 4 gerannt, also Weltklasse eigentlich, ne? Schnecken sind gerannt und Kugelruts in erster Linie, ne? Kugel, keiner, nur einen Hub gehabt, wurscht was, für eine. Ja. Kann ich mir immer nur sagen, auf die nächsten 5 Nächte am Wasser, hängen Lust at Lions, Rock'n'Roll. Bin El Khidan, Marokko. Was man natürlich dazu sagen muss, was uns alles in den ersten 24 Stunden schon passiert ist, ist unmenschlich. Das passiert mir normal das ganze Jahr nicht und keinem von uns. Ich kann nur sagen, mein Fotoapparat geht nicht mehr. Am ersten Tag, am Menü. Beim Pauli und beim Klingi geht der Motor nicht mehr. Nach 20 Minuten fahren gestern. Bei uns zeigt das Echo immer 0,2 Meter, was offensichtlich nicht immer stimmt, wenn man sich über 30 Meter tiefen Wasser aufhält. Dann hat es im Sturm unser Boot davor geblasen. Der Pauli war so gegenwärtig, hat sich ausgezogen und ist nachgesprungen. Also so langsam wie wir waren, war das Boot wahrscheinlich irgendwo
am anderen Ufer biegt oder so, das hat man nie mehr gesehen. Was gibt's noch zum Sagen? Ja. Recht einfach für 24 Stunden, oder? Motor hin, Echo hin, Kamera hin, SMS kann man ganz schicken. Arabisches Fischen heute. Halt. BVA, drei Kugelrutzkernel und ein aufpoppbar Kunstkugelrutz. Das ist der Bringer bis jetzt. Und der Schnecken vielleicht noch dazu. So um die herum ist eh wurscht. Thank you.
macht oder nein, Drucker? Nein, nein. Die zwei letzten waren ja weg. Nein, Drucker. Das ist der 10. Wir haben 9. Der 10. Wir haben 9. Aktueller Stand. Haderer, Hager. 9. Drucker. 6 Fisch, oder? 6 Fisch. 5 Fisch. 3 Aussteiger. 6 Fisch. Na, du hast. Ich hab 2 angefangen. Ich weiß nicht. Wurst, 5 oder 6 Fisch. Ist aber schon ein gutes Zeichen, wenn wir am zweiten Tag nicht einmal wissen, wie viel wir gefangen haben. Ja, wie gesagt. Ja. 24 Stunden sind jetzt noch nicht einmal ganz vorbei. Hoffentlich geht das so weiter. Balli und Klingi an, Schulbäder kann. Das reimt sich sogar. Aber ja, wir sind ja gerade gekommen erst. Da ist dann hält nur 1,45 m live. Drucker drauf. Schwarz war schon auch schon gut. Aber ich glaube, das war mal zu schnell, oder? Vielleicht reißen wir an. Da ist der Lockel 5 auf 70. Ja. Da haben wir eine gute Chance, glaube ich. Ja, eben. Also ist es unter der Hand gesteigert. Wir pressen drüber auf der 5er Stufe. War gut. Mit dem Stecken dann, mit der kleinen Rollen am Menü. Wie weit haben wir es noch? 300 Meter. Da können 285 Grad sein. Also weit ist es gar nicht mehr. 200. Werfen kann ich nicht. Schaut um die Spots. Ja, aber alles. Random sagen, dass wir ein neues Heisel brauchen. Ich habe mich zugeschissen. Hast du gefragt, ob wir noch ein Bier brauchen? Oder was? Nein, ich weiß nicht. Ich kann nicht Arabisch. Lebe selig. Bechar. Bechar. Bechar, oder? Bechar. Ich glaube, Bechar hat er. Nein. Ich muss mit Bashar in. Bashar. Geh bitte, Bashar ist ganz was anderes. Ich wollte auf die. Das ist echt nicht. Warum wir da nicht einfach fischen? Fangen wir ein Paket, ein paar kleine Schusterkarten. Schusterkarten? Ich muss ihn erst einmal fangen, oder? Bitte so ein Mettstiefel, Alter. Du hast keinen Staubfutter mit. Was? Nein, Staubfutter habe ich gar nicht. Nee, das war nicht schlecht. Du kannst Kugeln so zu. Ein Grinder mit? Nein. Das wenn, ich so einen Grind, wenn ich so einen Grinder hätte, hätte ich nicht jede Kugel in das PVA mit den Fingern zu drucken. Das ist zwei Grinder. Auf Besuch gefahren. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt nüchtern bin. Was ist? Es ist herrlich. Oh, 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 oh.
auf, Ruhe. Morgen, liebe Leute, wir haben Dienstag, zweiter wirklicher Tag, ein dritter eigentlich. Die zweite Nacht ist vorbei, es ist leider nicht so weitergegangen wie in der ersten. Wir haben am Abend nur einen Hub gehabt und jetzt in der Früh, also von den 7 Drucker vom Vortag oder 8 auf 2, ist jetzt nicht so optimal. Der Pauli hat auch angefangen, einen kleinen. Wir haben auch, die zwei waren jetzt auch keine Monster, aber ja, Fisch zumindest. Der einzige Unterschied, den wir gehabt haben zur vorigen Nacht, ist, wir haben vorher massiv gefiedert. Also massiv, jetzt nicht so übertrieben, aber schon eingeschenkt eigentlich. Ne? Wir wissen nicht, ob es gescheit war, aber ja. Zumindest zwei Drucker gehabt wieder. Ne? Vom Schulon, von beiden wissen wir nichts. Aber die werden vermutlich morgen moven, wenn da nichts passiert. Wir schauen einmal weiter, wie es da weiter rennt. So ist ja Komoot, schon langsam sind wir im echten afrikanischen Marokko-Modus. Bewegen würde ich mich nicht mehr viel. Aber ja. Tja, es sind nach wie vor die zwei Ruten gerannt, die so auf 6-6,5 Meter liegen. Guggerutz mit aufpoppten Maiskorn oder Tigernuss. Ja, schauen wir. Im Moment gibt es ja nicht viel zum sagen. Ne? Das Wetter ist ein Traum nach wie vor. Wenn wir uns einen Kaffee machen, einen gescheiten, und ja, dann werden wir weiter warten aufs Schwein. Schauen, ob es da einfallen, aber vielleicht war das vier dann, ja, das dauert vielleicht ein bisschen, bis da sind. Wer weiß das schon. Die Fallenstellerei von der ersten Nacht ist ja nicht unmittelbar so normal. Ne? Vor allem auf einem Wasser mit, was weiß ich, 3800 Hektar. 7 Drucker mit Fallen. Ist schon ehrlich, ne? Auch nicht normal. Aber okay. Was haben wir Dienstag? Haben wir noch auf Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir haben noch drei ganze Nächte. Wir fahren zumindest nicht Schneider haben, das ist schon viel wert. Da keine andere Urlaube. Naja, schauen wir weiter. Hang los, Ted Lines. Rock'n'Roll. Gung. So, wir sind alle am Hadern. Rufen wir oder nicht? Balle und der Klinge moven, wohin wissen sie allerdings nicht. Wir wissen es auch nicht. Moven wir, fangen wir vielleicht nicht. Wir sind immerhin die einzigen, die Drucker haben. Hey, mir war schon zwei. Ja, okay, ja, tut mir leid. So ist es nicht gemeint. Regelmäßige Drucker. Wenn ich persönlich moven müsste jetzt, weil mir einer ein quer ans Hirn hält oder irgend sowas, ne? Dann? Daddy in diese Area gehen. Am ersten noch da. So schaut man sympathisch. Da. Das da oder da, Jury Island oder was? Jury Island. Deswegen sage ich, die Jury Island ist super. Du kannst natürlich wieder, wie gesagt, komplett angeschissen sein. Wenn es da seichter ist überall. Super interessant. Die Fresh bereisen sich ja fort. Wer? Ja, aber wie willst du das herausforschen? Wie wollen wir weiß, wo die sitzen? Die sitzen vielleicht da hinten. Forschen nicht hin,
ist die Batterie leer. Auf der Hälfte vom Weg. Ja, Ruhe dann. Ruhe dann. Viel Spaß, kannst du jetzt wegfahren, dass du auf der Nacht wieder da bist. Eine voll im Ding und eine steht da. Ja, Alter, ich fahr sicher nicht hinter. Ja, nicht weit. Dass die Futterplätze anfangen zum Wirken. Und sie da Benzin und das Öl verzogen hat vom Schiffsreparierplatz. We'll be right back.
Partikelkocher, Kuckuckskern und Tiernüsse sind die auch nicht voll. Ah, das machen wir morgen noch einmal. Oder jetzt zum Mittag ist gescheiter. Am ganzen Akku. Nein, warte, dann rede ich es noch dazu, es geht eh noch ein bisschen.
der Zunder Arsch ist. Ja, ey. Das kannst du machen, oder? Ja. So groß wie der ist. Der ja. Muss eh für die Art sein, wenn man Radtour macht. Ja. Kasa eine. Ich glaube, das ist glaube ich bei jeder Mahlzeit von dir. Ich glaube, Kasa und Bockball. Ich weiß ja nicht so, als hätte so viel Auswahl. Jetzt geht er wie ein Rahm, wie ein samiges, geschnetzeltes. Das ist klasse. Das wollen wir dann immer sehen mal. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Wir haben Mittwoch. Wie man im Hintergrund sieht, der Pauli und der Klingi packen zusammen. Die Moven. Die haben jetzt insgesamt, glaube ich, 5 Fische gefangen, aber halt lauter Lilliputaner. 5 Kilo. Oder vielleicht auch 6 oder 7 dabei gewesen, wenn viel war. Der Tommy und ich haben jetzt entschieden, wir bleiben da. Die Drucker haben wir ja, wie wir die meisten Drucker von allen am Wasser eigentlich, ne? Ja, jetzt schieden wir mal ordentlich wieder, vielleicht irgendwann müssen ja die Platten kommen, das gibt's ja nicht mehr. Ja, unsere Optionen wären gewesen, weiter vier Moven auf die Plätze, die wir gerade gesessen waren, wenn wir jetzt da gezogen waren. Sitzt wer? Franzosen, glaube ich. Wurscht. Also ist uns die Entscheidung abgenommen worden, wir bleiben da knotzen einfach. Wir haben wieder die Nacht gut gefangen eigentlich. Aber halt hauptsächlich Kleinod, ne? Ich weiß nicht mehr, wie viel wir jetzt jeder haben, aber auf jeden Fall, von Tommy und ich hat jeder 7-8 Fische auf jeden Fall, ne? Und auch 2 Stoller dabei. Das ist nicht wirklich viel. Aber gut, Drucker haben wir natürlich, ne? Und wir sind die Einzigen, die regelmäßig Drucker haben. Aber ja, die Pflicht ist erfüllt. Wir hätten halt gerne jetzt da bessere. Das kann man sich nicht aussuchen, ne? Man darf eigentlich auch nicht unbescheiden sein, aber ja, so ist das halt im Leben. Ne? Da fangst du ein paar. Jetzt willst du halt schon die Gescheiten. Aber ja, mir fehlt leider einmal 2 Stühle noch. Aber schauen wir. Wir werden weiter unsere Spots viertern und wieder angreifen. 2 Nächte haben wir noch. Hängerlos und Tightline. Dann rauskurbeln, neu ausführen oder werfen und hoffen, dass sich die Schweine einstellen früher oder später. Unzufrieden können wir jetzt schon nicht sein. Zumindest ein Schneider hat einige Fische gefangen. Aber ja, so schaut's aus, ne? Eigentlich haben wir es noch nie so gut in den Urlaub gefangen, wenn man so bedenkt. Aber ja, wie gesagt. Man wird dann unbescheiden. Ne? Aber ja, wir werden da bleiben auf jeden Fall, wie gesagt. Und die Mühlen werden weiterrennen. Hoffentlich ist ein Schwein dabei. Wenn nicht, können wir auch nichts machen. Wie immer, hinscheißen machen. Ah ja, genau, Bäder und Schuhe sind auch gemoved. Ne? Also die haben in 3 Nächte einen Drucker gehabt mit einem Fisch, glaube ich, einen 7er oder irgendwas. Die sind jetzt weiter 4 gezogen. Pauli und Klingi, schauen Sie einmal hinten die French Bay an. Ob dort was geht. Sag zum Abschied leise Servus. Servus.
Leise, servus. Burschen, ich wünsche euch alles Gute. Habt ihr es verdient? Ja, Rock'n'Roll. Wie gesagt, wir haben keine Karten. Gell? Ja, ja. Aber wenn irgendwas ist, ist zur Not, ein paar Nets rufe ich an oder irgendwas, das ist mir schon wurscht. Schau mal, nehmen wir sie noch zwei Flaschen Cola mit? Wir haben es uns nur gut eingeteilt. Nein, nehmt euch mit. Ich bin gesoffen, bevor wir nehmt euch mit, was ihr wollt. Wasser habt ihr? Wasser haben wir. Sonst haben wir. Habt ihr euch eine Nahrung? Das schaut mir heute so viel aus. Da Schienen müssen wir mitnehmen, oder? Brot, wie schaut es mit Brot aus? Achso, habt ihr das sind eure, ja. Drei Orangen dazu. Wie schaut es bei uns aus? Was du hast? Und du hast es eh nicht da, hast gesagt. Nein, das ist angestanden schon. Aber nur das so. Das würde mich wundern, wenn es. So. Auch so ein Geschirr, oder? Was ist so Fleischbällchen? Und uns gehört sicher eins. Du hast dich geschaut. Naja, zwei. Wie immer. Was ist denn da noch drin in der Kiste? Na, da ist ein Brot, vielleicht müssen wir noch auf so einem Haus. Ja, aber die haben euch eine eigene Kiste gebracht, oder? Nein. Echt nicht? Da ist noch Brot und Orangen drin. Da ist noch ein Pommes. Orangen haben wir keinen. Wasser? Braucht ihr Wasser noch? Nein, das ist eicher sonst noch. Okay. Und da müssen wir sich noch was rausnehmen, oder? Ich weiß nicht. Die anderen Kisten habe ich nicht gesehen. Six Cooper, ich sehe das Wasser von dir an der Boden. Okay. And dotage for you here. Ah, on okay. Bread? On bread? Bread here. Okay. Ah, okay. Perfect. Ja, es ist jetzt eins am Nachmittag. Wir sind allein mittlerweile. Seit zwei Stunden ungefähr oder zweieinhalb. Alle Routen liegen neu. Wir haben massiv gewirtet, ein paar Plätze. Also hoffen, dass die Gräser vielleicht kommen. Fischen jetzt auf der Rückseite von der Insel. Oder ein paar auf der Klinge gesessen sind sie erst. Ich meine, die haben zwar jetzt nicht viel Klack gehabt, aber okay. Vielleicht kommen die mit dem Futter oder irgendwas. Ne? Ja, draußen liegen die ersten Kugeln jetzt. Schnecken mit Kugelrut, mit auftreibenden Kugelrut. Schnecken haben doch schon ein paar Hübe gebraucht, jetzt natürlich. Ne? Ja, wie gesagt, unsere Stecken liegen rund um die Insel. Viere haben wir natürlich auf unsere fängigen Spots belassen, uns nicht gefiedert. Und auf der Rückseite haben wir praktisch unsere zwei Joker-Routen. Ja, wir bleiben da auf die nächsten letzten drei Tage. Hängen los, Deadlines, Rock'n'Roll. Bin ich auch wieder in Marokko. Grams as big as racquetballs. Money, fuck it, jack it off. I don't give a shit, I don't stack it all. If the feds come lock me up again, I guess I'll laugh it off. Do my time, jump back out. Don't sleep on my sister's couch. Call my plugs, make that money, then pay off my sister's house. Got my pistol out, who you talking shit about? Fuck what
you heard, I'm disturbed, shoot you in the mouth. Use the back of your head, motherfuckers die with an ass full of lead. It's too late, that's just life, sometimes you can't take back what you said. Words are wise, no surprise, stay alive on 95. I'll survive as long as these weed smokers are still getting high. I'm making money, bitch asshole trying to take it from me. Talking about she love me, bitch please, fuck around me. I don't play those games, I'm too insane in the brain. Had a rough life, but it's okay, I'll drink champagne, that'll ease the pain. We go hard down here, M-I-A-M-I. 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 Never too old, never too high, never too low. What does my future hold? Might be better never to know. Too many against me, fucking up my glass house. That's why I spaz out and drink until I pass out. Haters say they gon' get me, stick me in the coffin. I'm sorry, I don't really laugh that often. You can catch me in South Beach in a looser dance. And it chromed out white on white like the Ku Klux Klan. Bitch by my side, give me head while I drive. That's so soft, the old guys, truth control, bustin' up an eye. Now I'm at the club, drunk as fuck, smoking up cocaine. Now I dress with press, Pete Jersey, LeBron James. Fuck federal agents, I know they watch it, they can blow me. They can't stand to see a parolee wherever the road. I never hurt no one, push those trees when I'm low on funds. I love my blood, in front of me some, now I own one. We go hard down here, M-I-A-M-I. 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 We go hard down here. Es ist jetzt 6:30 auf die Nacht. Wir haben seit 12 Stunden keinen Drucker gehabt. Die alle anderen sind weg und die Drucker sind auch vorbei. Die werden sich rumfangen heute und wir werden angeschissen sein. Nein, voll nicht nämlich. Wir glauben an unser System. Wind hat wieder nachlassen. Machen uns unser Futter warm. Das Menschenfutter. Tanschin, glaube ich, heißt der Topf. Der hebräische. Der marokkanische. Was ist da? Was ist da, Tommy? Liegt da an? Liegt da an? Liegt da an, oder was? Nein, nein, nein. Ziegenhirte. Ich glaube, die wurden in der vergessen wahrscheinlich. Achso, okay. Ich wollte uns gerade die Ruten fladern, die Marokkaner. Aber der Tommy, schneller als das Licht. Hat's gesehen, Gott sei Dank. Ist aber schon in Richtung Zube gefahren. Ne? Ist das schon essbereit denn? Von der Temperatur? Der Kaffee ist auch. Afrikanisches.
Alles was? War ja gut aus. Ist das schon gut. Ja, wir haben Donnerstag, 10:30 Vormittag. Seit über 24 Stunden sind wir pipalos. Bald ist in Richtung French Bay gezogen, Jury Island, glaube ich, in die Nähe. Haben aber in der Nacht auch keinen Piper gehabt. Ja, jetzt. Das ist interessant, wir haben gestern massiv gefiedert, vielleicht war das der Föller. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Seit 24 Stunden keinerlei Aktivitäten. Nirgends. Was ist machen? Ne? Da ist Location, jetzt haben wir noch eine Nacht vor uns. Vorbei ist Schupfen und Anheben. Ne? So schnell kann es gehen. Tja. Aber ja, 24 Stunden haben wir noch. Kann alles noch passieren. Ich hoffe noch immer am 2-Staller. Das ist mein letztes Ziel jetzt noch. Nur ein 2-Staller, bitte. Muss kein Überschwein sein, aber wenn es jetzt eins ist, tut es mir nicht weh, aber 12er, 13er war ich wirklich schon befriedigt. Von den 28er mache ich auch Fotos. Das ist nur nebenbei. Unser neuestes System jetzt auch, wir führen 2 Ruten auf 13, 14 Meter. There's nothing left to lose. Jetzt wollen wir wissen, dass uns die ganzen Ufer mit den Netzen eigentlich aussperren. Das ist die letzte Alternative für den Dicken. Ein Echo sollte vielleicht auch schon. Meter, ja, logisch. Ne? 4,4. Das ist zum Scheißen, das Hundecho. Da ist einmal sicher. Da hat schon 14 Meter. Wo ist die Flaschen? Auf welcher Höhe? Da meine ich, auf optisch. Da vorne, ja, das sind wir jetzt auf 10 circa. Fischer werden es gar nicht packen, warte mal, das sind die Deppert. Es fuhr dafür 300 Eseln für ein Jahr, auf einmal eine Blasen. Tja, einer geht, ein Kühe geht noch. Der erste ist im Boot. Ich wollte gerade sagen, ich hole schon die Netze. Jetzt haben wir 14 Meter. Das ist der zweite Ort, Jonas.
Ja, aber das nur, weil du schuld warst, weil du mit Boot spazieren gefahren bist. Ich hätte nämlich gehabt, es war die Bootsrudel. Und sicher auch aufgefahren. Marokkanisches Fischbrot. Erster Schritt, Butter. Reichlich davon. Salz. Zucker, Sojasauce, Sojasauce sage ich, Tomatensauce, so, jetzt da der Jolly Makrelen in Tomatensauce. Nur zur Hälfte auf, ne? Das zerstören wir unser Büro auch dahin. Das füllen wir uns jetzt da ein. Was ist da drin? Ein Flossen? Ein Nadel, aber blau. Okay. Ein Flossen wäre ehrlich gewesen. Okay, das reicht uns eigentlich. Jetzt verteilen wir es ein bisschen. Und jetzt ein paar Oliven. Die weiße Mühle nicht. Wer weiß, was ich mit der ist. So, Salz nochmal nach. Und zu und fertig. Egal, kannst du es vergessen. Nein, egal, kannst du es. Der bleibt da. Weltklasse. Nicht 10 Minuten gegen, was hat 10? 5! Wahnsinn! Wir sind wieder im Geschehen! Ins Boot! Jo! Gut! Rede!
das ist mein Plan aus der Art. Danke schön. Ja, voll super. Ja, einer bockt die Welt. Drei Fische innerhalb von 10 Minuten. Ja, das ist das Wahnsinn. Und ich bin wieder da. Ja, und so Das ist super, wenn man schon so auswählen kann. Lies! Das gibt's ja gar nicht mehr. Soll ich den Schnackel holen? Ja, ne? Innerhalb von 25 Minuten noch 4 Minuten oder von 20. Das ist einfach unpackbar. Ist, dass das der kleinste ist. Ja, das schon. Jawohl, ich pack's nicht. Was da angeht, die letzten 20 Minuten. Super. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Das ist einfach unpackbar. Ich kann nicht mehr reden. Das ist einfach unpackbar, was da angeht im Moment. Unpackbar einfach. So. Schaut ziemlich aus. Jetzt haben wir meine ersten Sack holen. Alter, wie herrlich das Hund. Wir haben so von was von verdient, das ist unpackbar einfach. Nein, das ist doch so offen, ich hab's gesagt, ne? Mein liebste Hocken beim Fischen. Fisch aus der Schlinge. Ja. Abwechsel im Fischholzkaffee. Ja! Böse! Ihr Fan.
schaut's aus. Double Penetration. Afrikanisch. Jawohl, wenn wir es auslassen, die Burschen. Es ist ja noch nicht vorbei. Schweine, Alter, ist das so. Hat's mein Drachenschell? Sicher. Aber nicht so, oder? Wieso? Oder so, wie es steht. Nein, und was schon. Ja, Alter. Aber du sagst, das ist Casablanca. Aber die Optik da wie auf der Kamera, wie ich rausgekommen. Jawohl. Super. Schaut echt gut aus. Ich muss da sagen, mir ist so lieber als strömender Regen. Ja,
Okay. Also mit Gacken geht dann. Wie schaut's aus? Ja. Die letzte Nacht ist vorbei. Leider wieder piperlos gewesen. Wir haben brutalen Wind von vorn in die Pappen gehabt die ganze Nacht. Der war wirklich arg. Der angesagte Regen ist bis jetzt nicht eingetroffen. Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Wir werden jetzt schon langsam unser Klumpert packen und irgendwann dann retour ins Hotel fahren. Wann, wissen wir nicht. Das ist wieder marokkanische Zeitangaben. Eine Stunde wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich wird es irgendwann am Nachmittag passieren. In Bali müssen sie auch glauben. Ja. Resümee, wenn man schon eins ziehen kann, es war super. Also für mich war es super. Tommy und ich haben ungefähr 20 Fisch gefangen, glaube ich. Und zumindest jeder seinen 2-Stoller dabei gehabt. Tommy gestern noch einen 10er. Ja. Ich den 13er. Jetzt haben wir einen 13er, einen 11er, halber, einen 10er, ja. Das Überschwein ist ausgeblieben, aber wir haben, glaube ich, alles richtig gemacht in einer Woche. Wenn nicht, wird es uns irgendein Oberschlauer schon irgendwann erklären. Ja, geil war's. Marokko 2017. Hang loose und tight lines. Rock'n'Roll. I used to get around in an old panel truck. An old horseshoe that I screwed to the bumper. I put it on upside down and outran my love. Now it rains on most days and I'm stuck in the mud. Stuck in the mud, stuck in the mud. Walking backwards down the highway, I can't face the wind. With a cardboard sign that says I'll do anything. If by chance you drive by, surely you pick me up. But you're nowhere inside and I'm stuck in the mud. Stuck in the mud, stuck in the mud. Each morning the sun burns away all that past. And the wind blows the sand till you can't see your track. But it's only so long you can live off new bloom. And I'm itching to move, but I'm stuck in the mud. Stuck in the mud.